Eigentlich müsste da unten einer sein. Da hinten ist der Brummel. Brummel ist der Didi. Ich bin planlos irgendwo im Nirgendwo. Planlos im Nirgendwo? Genau, da geht aber die Spur weiter. Yes! Was hat Conny? Probleme mit Spurensuche. Wenn das flüchtend ist und das in die Richtung flüchtet, dann hast das quasi der Didi müsste das Viech dann gleich sehen. Wenn du es auf mich zutreibst, ja. Umgekehrt genauso. Mit dem Anzug stelle ich mich dann auch immer liebend gern hier in solche Bäume rein. Und mal so alle 20 Minuten, 30 Minuten mal ein bisschen Duftspray bzw. Eigengeruchreduzierer benutzen. Muss man mal wieder was nachkaufen. Gehen schnell weg. Oh ne, so schnell ist er nicht weg. Also die Flasche, die ich habe, die hat 150 Dosen. Da kommt man schon eine ganze Zeit mit hin. Also benutzen wir das Spray. Ja. So. Weitergehen Wasser. Ich glaube, die ganzen Viecher schlafen. Also so bis 7, 8 Uhr ist hier unten eigentlich immer gut was los, ne? Auch später mal. Mal mehr, mal weniger. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Tag an. Rehe, lass mal jetzt. Interessieren uns im Moment nicht. Das ist ein Reh. Was ist denn? Ist er schießen oder nicht? Bärli, 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 Huzi.
Scheiße, jetzt bin ich verloren. Ja, das ist sogar so scheiß nöblich, ja, das ist ein Wahnsinn. Hm. Wieder vorne ist ein Bärli, das habe ich schon mal gesehen. Ach, direkt vor mir ist wieder einer. Zwei Stück, ich werd wahnsinnig. Zumindest haben wir einen Bärli gefunden. Ich sehe deine zwei nicht. Naja. Ist jetzt da aufgegangen. Zwei Stück. Komm, sag mir doch schon, was es ist hier. Weiblich. Also kriegst du nichts oder was? Und der ist männlich, ja. Der fällt auch direkt um. Wo ist der andere jetzt hin? Das heißt, männliche Bären sind immer besser oder was? In den Gesamtbewertungen natürlich sind die männlichen immer besser bewertet als die weiblichen Tiere. Ich weiß nicht, ist der andere runtergelaufen? Kümmern wir uns mal rasch erst da um den hier. Da hinten. Nee, das ziehst du gar nicht mehr, das ist schon ganz weit weg. Aber da hinten ist der Bär, mein Bärli. Dann holen wir. Ein 62er Score ist auch nicht gerade unbedingt. Ach, und direkt ist er umgefallen. Es müssten hier hinten noch ja flüchtende Spuren sein. Ich habe nur nicht mitgekriegt, wo sie hin ist. Ganz rechts weg ist auf Reh, glaube ich. Aber der Bär ist jetzt am Boden. Und hat nicht leiden müssen, weil ihn direkt ins rechte Schulterblatt getroffen hat. Das ist sehr gut. Die sollte flüchtend sein, die Spur, richtig? Mhm. Schatze. Nein, der war weiblich, verdammt. Schatze, sind wir ein Foto. Ja, linke Lunge, rechte Lunge haben wir geschossen. Haben wir einen Lungendurchknall. Aber wiederum, da ist wieder eine Braunbärenspur. Ja, wenn ich unübersichtliches Gelände habe oder so Felsen um mich herum und der Kreis wird immer enger, wo man sich aufhält, dann denke ich immer, das Vieh kommt aus irgendeinem Gebüsch gestürzt und frisst dich gleich auf. Nee, aber ich habe jetzt gerade den nächsten Bären erwischt, der was irgendwie ausschaut wie ein Schäfchen. Aber naja. Angeblich ein Bärli. Jetzt müssen wir aufpassen, die sind tricky. Die beiden Spuren, da hat man vorhin schon mal, also. Also ich hoffe jetzt sowas von, dass ich dann irgendwo zwischen A und B getroffen habe. Nicht, dass die sich noch rächen will, weil ich ihren Männer erschossen hab.
Ich glaube, ich werde entweder gleich Opfer von einem Bärenangriff oder weiß ich nicht. Ich glaube, der Bär, der will sich an mir rächen. Solange du dich nicht selbst erschießt. Würde ich schaffen. So würde ich schaffen. Frauenbär trabend. Ja, er blutet. Yes! Jetzt fangen wir zum Blüten. Aber da können wir eigentlich jetzt noch rein, aber nein, blütet. Blütet. Sag mir bitte, dass er da runter ist. Natürlich nicht. Hier war doch gerade mal eine blaue. Da hinten. Und wo ist denn der Hickrend? Das wüssten wir. So geht's Burner. Was hast du da hinterher, Conny? Ein Braunbär. Stopp, Moment mal, das Ding geht da lang. Also wieder flüchtend. Ich raff diesen Bären einfach nicht. Einmal blutet, einmal flüchtet er. Na, er sollte weiter bluten. Also wieder quasi den falschen Bären. Ja. Also sollte er entweder einen Haken geschlagen haben, das machen die oft auch ganz gerne. Du musst ein bisschen abseits von der Markierung auf dem Hunter mitgucken. Oder er liegt da schon in der Ecke irgendwo. Böse Bärli. Jetzt habe ich nochmal schon einen Schuss, dann muss er da irgendwo liegen. Ich hoffe, dass man da kein so... Oder ist das die dunkle Vergangenheit von den Bären? Ich glaube, er war klar. Da war nur normal, da hat er geblutet. Gut, da hat er auch noch geblutet. Jetzt landen wir richtigen Bären auf der Spur. Man darf auf dieser Insel gehen, da laufen die hin, habe ich auch schon mehrmals gehabt. Mhm. Da ist er dann wieder normal. Ist dieser blöde Bär?